Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 16 von Astronier. Ja, Mordrak und Tralo haben mir geschrieben. Mordrak hatte geschrieben, dass ich diesen dicken Forschungsklunker da, den ich da hatte, hier, der hier gerade sich dreht, auch mit F vor die Brust hätte nehmen können und dann besser laufen hätte können. Dann hat der Mordrak mir geschrieben, wenn ich hier auf diese Panels gehe und F drücke, dann werden die flach gelegt. Sehr interessant. Ach so, die fahren dann auseinander. Ah, dann sind die acht nebeneinander. Sehr interessant, dann sieht man das viel besser. Das ist eine coole Geschichte. Danke, Mordrak, für den Tipp. Ja, der Dralo hat dann auch geschrieben, dass ich mit Shift-Klick auch die Sachen schneller aufheben könnte. Das war wahrscheinlich unten in dem Loch, wo ich reingefallen bin, da kaputt gegangen bin. Da denke ich mal, macht Sinn, dass man das dann da macht. Danke, Dralo. Gut, und dann würde ich sagen, gucken wir jetzt gleich los im normalen Spiel nach dem Intro. Bis gleich. So, dann gucken wir mal weiter. Also hier nochmal die Dinger zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gerade in dem Kleinen gesehen habt, aber hier seht ihr nochmal, so macht man es mit F, wenn man drauf geht. Groß. Was ist das hier? Erde. Ich habe doch hier oben aber schon so einen kleinen Erdekanister, also wahrscheinlich zwei produziert. Keine Ahnung, was wir mit dem machen. Lassen wir da erstmal stehen. Ne, da stehen ist doof. Stellen wir mal da hin. Da sieht es viel besser aus, ne? Oder? Ich weiß nicht, ob ich ihn brauche oder nicht brauche oder wofür ich ihn noch brauchen kann. Das kann mir bestimmt Ralo Mordrak sagen. Die spielen das ja deftiger. Ach so, Mordrak hatte mir noch geschrieben, dass diese Pflanze, die ich glaube da hinten sehe, oder? Kann das sein? Ne, da ist sie. Die gehört zu einem Event, was Halloween-mäßig unterwegs ist bei denen. Die haben aber schon zu zweit mehrere Stunden investiert, um das ans Laufen zu kriegen. Also brauchen wir das wohl nicht mehr tun, weil wir sind Noob. Und wenn Noob das macht, dann dauert das Jahre und dann ist das Event wahrscheinlich schon vorbei, bevor ich da was machen kann. Ne? So, jetzt müssen wir mal überlegen, was wir aber wirklich machen. Ne? Gemisch. Gemisch ist immer eigentlich gut. Ne? Das hat man hier schon ganz oft abgebaut. Ne? Aber was wir haben wollen, wir wollen ja auch andere Klamotten noch haben. Da sollten wir mal drüber nachdenken. Aber wir nehmen das hier erstmal mit, weil Gemisch haben wir nicht mehr ganz viel. Da brauchen wir jetzt tatsächlich, glaube ich, mal ein bisschen mehr wieder. Da ist, glaube ich, auch noch. Da komme ich nicht mehr dran von hier aus. Achso, wir wollten diese komische Forschungsstation machen, Geologiezahl da machen. Ich glaube, jetzt gehen wir hier mal weg. Und müssen dann hier mal demnächst hier den Berg mal ein bisschen runter machen, ne? So, gehen wir wieder zurück. Luft haben wir ja ein bisschen mehr, seitdem wir diesen neuen Tanks haben. Da haben wir ja zwei von dem Lading, sehe ich gerade. Das ist ja auch cool. Wenn ich hier Gemisch reinpacke, ne? Passiert was mit dem Gemisch? Weiß ich gar nicht, ne? War das schon mal getestet? Ne, ne? Ah, Gemisch kann er nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Das Gemisch packen wir mal hier ins Regal. Jetzt muss ich mir mal ein bisschen drehen, glaube ich. Also da geht das jetzt nicht zum Kippen, ne? Hatte der Mordor, glaube ich, gesagt, oder? Ne, das geht nur auf einer Plattform wahrscheinlich. Hier habe ich noch einen kleinen Generator dabei. Zwei Sauerstoffstank, die Stacks. Hier hängt auch noch so ein Teil dran. Ja, das haben wir jetzt nicht abgemacht. Jetzt aber, ne? Ja, jetzt haben wir es. Gut, das haben wir erstmal geschafft. Der letzte Stack ist leider nicht voll geworden, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Gut, forschen mal, gucken wir erstmal, was wir hier unten noch drin haben. Kleiner Kanister. Kleiner Generator. Leuchtfeuer. Arbeitslicht. Sauerstofftank. Kleine Batterie. Verlängerung. Boostanpassung. Zink brauchen wir dafür. Ich glaube, wir haben keinen Zink mehr, ne? Oder wie war das? War hier drauf. Aluminium, Aluminium, das ist alles Aluminium. Hier ist Glas. Da ist auch Glas.
Hier war Graphit, glaub, dran, ne? Graphit kann man nicht kochen, ne? Naja. Da ist ein Drucker. Hier ist die Forschung. Ach, die Forschung ist fertig. Dann lass uns doch mal gerade hier hinten gucken. Was ist das hier? Ach so, das ist ein Windrad, was nicht dreht. Auch gut, oder? Was haben wir hier noch dran, ne? Samotanzischrebe. Organische Klamotten. Graphit. Okay, auch nichts Wichtiges. Hier haben wir unser Auto gebaut, der jetzt wahrscheinlich noch einen Sitz braucht. Das war fertig, umrüsten. Entsperre Drucke und befestige den Boost-Modus am Geländewerk zu. Entsperre Drucke und befestige den. Boah, warum blinkt hier gerade was? Okay. War das jetzt nur reiner Zufall, weil ich mit meiner Lampe hier. Ah, das war reiner Zufall. Gut, umrüsten. So, jetzt blinkt nichts mehr, ne? Genau. Gegenstand, Erdzentrifuge, einmal Erdzentrifuge. Schematisch. Sehr interessant. Ich muss aber hier jetzt rechts entsperren, Drucker und befestige den Bohrmodus am Geländewerkzeug. Abwärts am tiefen, schnell ein bisschen zugraben. Ja, gut. Bewegen, schleppen. Drucke einen Traktor. Können wir noch nicht. Drucke einen Autoarm. Speichere eine Ressource mit einem Autoarm. Interessant. Drucke kleines Shuttle, drucke und installiere Oxygenator im Shuttle. Okay. Reden über veredle Wolfram mit zum Wolfram. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Sammle Lithium. Haben wir noch nicht gemacht. Sauerstoff, schalte eine Energiezelle frei. Schalte Leuchtstäbe frei. Schalte Dynamit frei. Das haben wir doch, glaube ich, schon anders gemacht, oder nicht? Oder? Kleiner, das ist wahrscheinlich normale und wir haben kleine gehabt, okay. Gut, ja, nee, da, da. Da können wir jetzt mal gucken. 2100 Punkte, aber wir wollten jetzt hier Verbindungen wollen wir jetzt hier nicht machen. Kleiner Kanister. Jetzt ist die Frage, wo war das, ne? Kleiner Drucker. Verpacker. Einebnungsblock. Verbindung. Sauerstofffilter, Sauerstofftank, tragbare Schraubenmacher, okay. Da brauchen wir Harz für. Das müssen wir auch noch forschen, ne? Aber 10.000, nee, das war's dann erstmal. Kleiner Kanister, Leuchtfeuer, Arbeitslicht, Leuchtstäbe. Die stehen da rechts zum Entsperren. Die kann ich, aber brauche ich nicht forschen, die brauche ich nur noch. Die habe ich schon irgendwie gemacht, aber nicht entsperrt. Das war aber wahrscheinlich mein Problem. Flutlicht schaltet in der Mitte frei, steht da noch. Flutlicht brauchen wir jetzt gerade nicht. Kleiner Generator. Energiezellen. Haha, kann ich auch freischalten. Aber ich hau gerade Dingens doch hier das raus, oder? Ja, wenn es ist, dann ist es so, ne? Kleines Solarmodul. Ja, hau ich auch raus. Kleine Windturbine. Kleine Batterie. Die ist schon raus, glaube ich. So, jetzt weiter. Boost-Modus. Schmale Anpassung. Hämmer. Ausrichtungsmodus. Bohreranpassung. Da müssen wir noch dran arbeiten, oder wie sehe ich das? Dynamit versuchen wir. Bohreranpassung, Stufe 2, Stufe 3. Das sind nur Bohreranpassungen. Ich brauche das Dynamit. Da ist es. Kostet 3.750. Alter Schwede. Ja. Wenn ich hier klicke, dann wird das da oben hingemacht. Und das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal forschen. Und dafür brauchen wir wieder so einen Teil, ne? War hier was lang? So, mal gucken, ne? Hier ist in der Erde auch was Schönes. Das war Graphit. Gibt es hier was zu forschen? Ich glaube nicht.
Sind wir denn da hinten mit weitergekommen schon? Nein, da fehlte uns noch eine Ressource. Hier links, das sieht doch so aus, als ob das erforschbar wäre oder das Biozeug, ne? Ja, wir müssen mal hier gerade T drücken, glaube ich. Weil da vorne ist Harz, oder? Oder täuscht das nur? Alter Schwede. Da hätte ich es beinahe wieder geschafft, ne? Da ist schon Sauerstoff von der anderen Seite. Komm, dann gibt es hier nur einen. Ach, die verbinden sich nicht. Interessant. Ich weiß nicht, was das da ist. Ist das einfach Biozeug oder ist was zum... Ja, ist wohl nur eine Pflanze. So diese Richtung, ne, ist noch nix. Okay. So. Ist hier irgendwo was zum Forschen? Da rechts steht ein Auto, aber da waren wir schon. Ah, da vorne geht auch eine Linie lang, das heißt, wir waren hier irgendwo schon. Okay. Ist da was zum Forschen? Jetzt haben wir keinen Stack mehr. Das ist was zum Forschen, oder? Genau. So F, ne? Und man kann es tragen. Und kann man laufen? Ja, man kann auch laufen. Sehr gut. Sauerstoff kommt. Das Teil können wir gut erforschen. Da ist die Brücke, dann laufen wir darüber. Vielleicht sollten wir da noch weiter zumachen, ne, damit wir da nicht reinfallen. Das ist ja wirklich ein Graben, der ist der Wahnsinn, oder? Ja, wir werden das jetzt erstmal in die Forschungsmaschine schmeißen, wieder Forschungspunkte sammeln, dass es dann vorangeht, oder? Ne, ich wollte nicht das, ich wollte das da reinstecken. So, dann forsch mal schön. Und ist das da hinten noch so eine Pflanze? Ja, sieht so aus, dass das noch eine zweite ist. Hat die so ein komisches Leuchtfeld da dran? Oder ist das was anderes? Nee, die hat so ein Leuchtfeld da dran, okay. Ach, hier sind diese lieben Pflanzen, die ich jetzt nicht mehr mag. Böse. Noch mehr böse. Ist das da noch... Ja, das war gerade cool, dass der da so hängen geblieben ist. Ist das auch noch was zum Forschen? Ich glaube ja, ne? Ja. Danke. Dann bringen wir das schon mal zum Lager, damit wir da gleich weiterkommen. Böse Pflanzen. Vielleicht besser ein bisschen Umweg gehen. So, die Forschung läuft. Kann ich zweimal Forschung machen? Bestimmt, ne? Dann kann ich doch zwei so Dinge haben, oder? Oh. Aber ob es dann schneller geht, weiß ich nicht. So, warte mal, wenn ich das da drauf gehe, geht das da vielleicht nachher automatisch rein? Müssen wir mal gucken, weiß ich nicht. Da ist noch so ein Lager. Ah, wir haben Wind. Da gibt es Strom. Durch Wind. Sehr cool. Kann man den da drauf setzen, oder? Und dann kann man den doch so machen. Vielleicht kann ich da noch mehr drauf packen, weiß ich nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Mit dem können wir ja noch nicht fahren, ne?
Dem Buggy. Ein Fahrer, sehr geringer Stromverbrauch, wenig aktiv. Ich muss mal gucken, da gab es doch irgendwo einen Stuhl, den ich dann bauen kann, ne, oder? Aber nicht, ne, hier war das nicht. Beim Drucker war das irgendwo. War das bei diesem? Ich glaube, bei dem war das, ne? Große Plattform, ne. Exo-Auftragsplattform, Forschungskammer, Schmelzofen, großer Drucker, Buggy. Große Plattform. Ne, da sind wir schon durch. Geht hier wohl nicht. Das war der kleine Drucker. Konnte der denn? Rover sitzt, da ist er doch. Gemisch haben wir schon gekauft. Jetzt muss ich nur das da gleich noch reinstecken, ne? Wo war das Zeug? Da ist es. Und noch ein. Ich glaube, ich muss das mal ein bisschen taktisch klüger hier aufbauen, ne? Kann das sein? So, Drucker und in der Nähe müssen Dingens sein. Wie heißt es? Okay. Also ganz macht das nicht Sinn, wie wir das hier basteln, ne? Was ist das? Kleiner Generator, der braucht Biomasse, oder? Jetzt hat er das schon gedruckt. Den Sitz fertig machen. So, jetzt haben wir den Sitz. Jetzt kommt der da rein, oder? Jetzt kann ich einsteigen. Okay, jetzt fahren. Wohl noch nicht. Irgendwas fehlt. Ich weiß aber noch nicht was. Ah, hier links und rechts sind zwei Slots. Womit fährt er? Das ist die Frage mit Strom. Ein Pfadfinderfahrzeug, das eine interne Batterie, zwei kleine Plätzchen Sauerstoff enthält. Der muss aufgeladen werden. Hatte ich nicht einen Generator hier im Rucksack? Ich glaube ja, ne? Also hier ist es zum Aufladen. Sauerstoff hat es auch. Das ist schon mal cool, ne? Und da muss jetzt Gemisch dran an den Generator. Habe ich jetzt gerade nicht verfügbar. Ja, ich glaube, wir brauchen dieses Lager auf Plattformen und dann sind die so platt, wie der Dralo hier sagte, und dann ist es, glaube ich, für mich besser. War das jetzt gemischt, dass das da hinten? Nee, glaube, das habe ich einen Fehler gemacht. Da muss Biomasse drauf. Ach nee, aber das ganze Regal brauchen wir nicht draufstecken. Ah, gute Sache. Also den kannst du immer und überall aufladen. Das ist doch schon mal stark, oder? Nein. Und wenn ich jetzt da einsteigen will, habe ich den jetzt ausgeschaltet. Ah, jetzt fährt er. Geil. Aber jetzt brauche ich Autobahn. Okay, das Gemisch brauche ich natürlich nicht. Mal raus. Gut, das bedeutet, das kann in das Regal. Genau. Der coole Wagen ist jetzt echt stark, aber dafür brauchen wir jetzt ja, Autobahn. Also auf jeden Fall hier am Lager rundherum, ne, dass wir da ordentlich wegfahren können, oder? Okay. Okay, da ist jetzt die Leitung irgendwie nicht so doller, oder wie? Achso, der braucht so viel Strom, alles klar.
Okay, Leitung fällt gleich runter. Das ist nicht gut. Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte das loswerden, um das wieder aufzustellen. Und jetzt habe ich hier einen verbuddelt. Und habe natürlich keinen mehr, ne? Wie das immer so ist. Kann man den weiter nach hier holen? Geht. Kann man den weiter nach hier holen? Geht. Kann man den weiter nach hier holen? Da war gerade. Oder? Die hat aber auch wieder knapp gesetzt, der Assreiter, ne? Aber jetzt ist sie wieder verbunden. Gut, okay. Autobahn ist hier. Und muss noch weiter ausgebaut werden. Ja. Hier müssen wir natürlich erst was wegräumen, dass wir das dann bearbeiten können, ne? Ist das ein Forschungsobjekt? Ich muss das mit dem E erst noch machen. Ist er weg? Naja, dann war es wahrscheinlich so, ne? Grafit ist aber jetzt weggekommen. Ja, man hätte es vielleicht umschalten müssen, ne? Okay. Lassen wir das erstmal so. Oder? Wir bauen das jetzt weiter, oder? Sieht so aus, als ob die Ebene aber hochkommt, oder? Müsste das mal korrigieren. Okay, da geht es natürlich jetzt gerade mal runter, ne? So, jetzt ein bisschen so, ja. Ich glaube, hier haben wir was falsch gemacht, ne? Jetzt muss man mal schaffen, diese Rampe so zu bearbeiten, dass sie nicht so einen Hügel hat, ne? Ich glaube, so geht's. So, Sauerstoff wieder einholen. Strom wird auch geladen. Ja, und hier müssen wir jetzt eine Leitplanke haben, oder? Kann ich das Ding irgendwie. Ja, das ist so schon noch. Jetzt müsste ich wissen, wie man das Teil kleiner stellt, ne? Haben wir da jetzt gebastelt? Ach, wir haben kein Zeug mehr, bitte. Okay. Ach so, nee, da müssten wir einfach nur. Ja, und schon ist das Ding umgefallen. Das wollten wir eigentlich vermeiden, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Hier wollte ich jetzt gucken, dass ich da auf jeden Fall nicht runterfalle, ne?
Ja. Okay. Ich glaube, das war wieder nix. Haben wir wieder eine schöne Ebene hingemacht. Es wird schwierig. Ich habe wieder kein Material. Okay, aufbauen dauert. Es ist ja schwieriger als abbauen. Ne? Okay, nicht schlimm. Jetzt laufen wir erstmal zurück. Gucken zu, dass wir in der nächsten Runde mal hier lang fahren und gucken, dass wir mit unserem Rover weiterkommen. Forschung vielleicht auch schon fertig, weiß nicht. Und gucken wir mal rein. Ah, er hat es nicht automatisch genommen, aber ich kann ihn da jetzt reinsetzen und habe den nächsten. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.